Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute mit einem etwas sensibleren Thema. Mit dem Thema, ich bin zu arm für Fitness und für eine gesunde Ernährung. Kann man das so stehen lassen? Kann man diese Aussage so stehen lassen? Nein, kann man nicht. Und zwar, erstens mal, muss man nicht ins Fitnessstudio, um Sport zu betreiben. Das heißt, das fällt schon mal weg. Man kann jederzeit seinen Sport überall betreiben. Allein das regelmäßige Gehen, das Nicht-Nutzen eines Fahrstuhls, das Auto stehen lassen, das jeden Tag draußen, wenn es nur schnelles Gehen ist, ist besser wie nichts. Man hat jederzeit Möglichkeiten, zu Hause auch in seinen eigenen vier Räumlichkeiten, in seinen eigenen vier Räumen, in seiner Räumlichkeit Sport zu betreiben. Über Kniebeuge, über Bauchübungen, über Seitstütze, über alle möglichen Übungen, die ich mit dem eigenen Körpergewicht machen kann. Somit gilt diese Aussage schon mal gar nicht. No. Kein Argument. Null. Jetzt kommt das Argument. Ich kann mich nicht gesund ernähren, weil ich arm bin. Ich bin schon seit 30 Jahren in der Ernährungsberatung tätig. Sicherlich ist es für jemanden, der eben finanziell ganz unten ist, aus irgendwelchen Gründen, da wollen wir überhaupt nicht drüber urteilen, es gibt Menschen, da ist es so, ist es schwierig, sich wirklich ganz, ganz gesund zu ernähren. Aber, jetzt kommt das große Aber, und zwar das ganz große Aber. Da ich schon lange in Ernährungsberatung bin, natürlich auch Ernährungsprotokolle bekomme, habe ich natürlich eine breite Bevölkerungsschicht, wo ich die Ernährungsprotokolle bekomme. Und da ist es oft so, dass viele Dinge bei Menschen, die eben auch sehr wenig finanzielle Basis haben, trotzdem viele Dinge gegessen werden, die erstens Geld kosten und zweitens nicht dafür sorgen, dass es der Gesundheit gut tut und auch nicht dafür sorgen, dass es im Spiegel gut ausschaut. Da kann man zum Beispiel schon mal hergehen und kann natürlich alle Dinge, die nicht unnötig, unbedingt nötig sind, wie zum Beispiel Cola, Fanta, die ganzen gesüßten Getränke kann man schon mal weglassen. Komplett, die kosten nämlich Geld. Und kann dann mit purem Wasser arbeiten und das pure Wasser kostet nur einen Bruchteil. Ein Bruchteil dessen, was Frucht, beziehungsweise eine Frucht, Entschuldigung, was Cola, Fanta und Co. kostet. Zusätzlich ist auch der eine oder andere noch mit dabei, der ab und zu mal ein Bierchen trinkt, das kann man auch weglassen, weil das bringt nichts und kostet Geld. Zusätzlich findet man auch hier immer wieder in den kleinen Schränkchen Schokolade, Süßigkeiten, alles Dinge, die nicht gesund sind, aber dafür sorgen, dass es uns nicht gut geht und dass das Gewicht natürlich auch irgendwo hin tendiert, wo es nicht hin soll und auch letztendlich früher oder später eben einen Schaden an der Gesundheit anrichtet. Die kann man auch weglassen. Und wenn man dieses Budget, was dann übrig bleibt, und das kann bei dem einen oder anderen sogar mal 100, 150, 170, 180 Euro ausmachen, kann man investieren in eine gesunde Ernährung. Und da kann man natürlich dann darauf verzichten, abgepackte Sachen zu kaufen, sondern dann muss man eben gucken, wo bekomme ich günstig Gemüse her, wo bekomme ich günstig Salat, wo bekomme ich günstig Obst her. Und da muss ich mir halt die Mühe machen und muss natürlich auch eben diese Sachen entsprechend so richten. Sachen aufreißen, in den Mikrowellenherd oder unten so in den Backofen reinzuschieben, machen da relativ wenig Sinn und bringen das Ganze nicht auf den Punkt. Deswegen kann man beide Aussagen so nicht stehen lassen. Man ist nicht zu arm, sondern grundsätzlich fehlt es hier erstmal an der Einstellung. Ich möchte über solche Personen nicht urteilen. Das geht mich auch überhaupt nichts an. Aber ich kann diese Aussage so nicht stehen lassen. Und ihr dürft jetzt gerne darüber diskutieren. Das ist auch schön so, wenn ihr auch mal eure Meinung dazu sagt. Ich höre auch mal gerne eure Meinung. Was sagt ihr dazu? Wie seht ihr das? Aber bitte, wenn ihr hier diskutiert, dann bitte auf einem normalen Level. Niemand hier runter machen und niemand hier verunglimpfen, das machen wir nicht, weil, wie gesagt, wir stecken ja nicht drin, warum das den Menschen es manchmal so schlecht geht, warum die Menschen auch jetzt zum Beispiel kein Geld haben. Also bitte Piano, ja normal, weil mich interessiert eure Meinung. Das war schon Andreas Dienbacher zum Thema, ist man zu arm für Fitness und zu arm für eine gesunde Ernährung. Das war's, bis bald.